Gewusst wie mit swissmilk.ch. Du willst eine brennte Creme machen? Ich zeige dir wie. Für das habe ich jetzt hier den Zucker mit Wasser in der Pfanne und lasse karamellisieren. Übrigens, rühren musst du gar nicht. Du kannst sie höchstens ein bisschen schwenken. Aber es geht jetzt schon etwa 3 Minuten. Und in dem Moment, wo es schön haselnussbraun ist, lösche ich ab mit etwas Wasser. Aber damit ich mich nicht verbrenne beim Spritzen, hebe ich hier den Deckel vorne an. So. In dem Moment, wo der Karamell sich aufgelöst hat und eigentlich kein Stückchen mehr hat, lösche ich es ablöschen mit der kalten Masse. Und zwar habe ich hier innen Milch, Eier und Maizena. So. Gut rühren. Und jetzt schiebe ich es zurück auf den Herd, wo ich aber nur noch auf mittlerer Stufe das Licht köcheln lasse. Und zwar so lange, bis ich es eigentlich zur Rose abziehen kann. Das zeige ich euch gerade. Jetzt sieht man schon, dass sie fester und dicker wird. Jetzt müssen wir sie unbedingt gerade wegziehen und noch ein bisschen weiter rühren, damit sie unten ja nicht anhockt. So. Jetzt sieht man auch die schöne Konsistenz, die Creme so hat. Im Fall, dass ihr aber Gäste morgen erwartet, macht es euch ganz einfach. Füllt die Creme in eine Schüssel, so wie ich es hier gemacht habe, und drückt die Plastikfolie richtig fest drauf, dass es kein eigenes Häutchen bildet. Es sieht man schön, wie die Plastikfolie drauf ist. Und dann ist es nämlich ganz simpel. Und dann kann man so die brennende Creme geniessen. Präsentiert von swissmilk.ch.